Haben Sie viel Spaß mit unserer ersten Schulenwage, unsere Kids. So stop, 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 I'm not gonna lie.
ganze unsere Kids. Könnt ihr ein bisschen Weißlicht haben? Ja, ja, Applaus. So, wer steht da dahinter? Oder davor? Liebe Denise, ich weiß, du magst das so. So. Bleib bei mir, bleib bei mir, bleib bei mir. Deine, komm zu uns auf den Zuschauer. Ich will mich da nicht verdecken. Ich habe jetzt gehört, deine erste Choreografie quasi, die du alleine gemacht hast. Wo waren die großen Herausforderungen für dich? Wenn man sowas das erste Mal macht, dann geht man das ja nicht so was an, dass man den Ärmel schüttelt. Weißt du, bei deinem Vater, der macht das seit 2-3 Jahren schon, also der macht das dann eher lockerer. Wie ist nur die erste Choreografie? Alles selbst nicht nervös. Ziemlich nervös? Du bist nervös. Bei dir haben nicht nervös gewirkt. Wart ihr nervös? Ja. Gut, dann habt ihr das sehr gut überspielt, weil gemerkt habt ihr nichts davon. Welche Altersklasse haben wir da? Ich glaube, du bist der Jüngste? Ja? Wie alt? Ja. Und wie alt bist du? 12. Und die beiden Damen? Ich bin 11 und 12. 11 und 12. Oh, entschuldige, dann habe ich dich jünger gemacht. Was ja aber sehr schwierig ist, eine sehr lange Choreografie. Das heißt, du hast denen immer sehr viel zugedauert. Wie haben sie sich dann bei den Proben getan? Es war meistens immer schwierig, dass alle drei da sind. Immer einer gefehlt oder einer krank. Allein schon immer drei. Okay, aber ihr habt das gut hingebracht. Wie lange probt man sowas? Wann habt ihr begonnen damit, mit den ersten Proben? Oktober. Oktober. Das ist eine ganz schön lange Zeit. Und für dich jetzt, Vorlaufzeit, waren man so die ersten Ideen da? Weil das muss man ja mal vor der ersten Probe schon einmal eine gewisse Idee haben, wo es hingehen soll. Schätze mal, schätze mal. Schätze. Macht man nicht in 2 Tagen, oder? Nein. Längere Zeitraum. Längere Zeitraum. Oktober, November. Okay, das heißt schon ein paar Wochen, die man braucht, um mal eine Choreografie zu machen. Das stimmt, ja. Das stimmt. Okay. Ich finde, meine ganz tolle Choreografie, ihr habt es ganz toll getanzt. Einen großen Applaus. Die Kids unter der Leitung von Denise Frenzel.